Dieses Video wurde ermöglicht von Everphone. Mehr Informationen gibt's in der Beschreibung. Ja, Freunde, ich habe ein Samsung Galaxy S8 und die Deckstation zugeschickt bekommen. In diesem Video packen wir das Ganze aus und schauen wir mal, ob ich vielleicht jetzt zu Android wechsle. Auf der Vorderseite haben wir Samsung Galaxy S8 stehen mit einem blauen S8-Schriftzug. Das ist die 64 GB Variante und in der Farbe Midnight Black. Ja, auf der Rückseite haben wir dann nochmal ein paar Spezifikationen. Wir haben ein 5,8 Zoll Quad HD AMOLED Display, Dual Pixel 12 Megapixel Kamera, auf der Rückseite 8 Megapixel vorne. Das Gerät ist IP68 Wasser- und Staubresistent, also das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Iris-Scanner, 64 GB Speicher, 4 GB RAM. Das Gerät ist ein Octa-Core-Gerät mit 4 Kernen jeweils höher getaktet und 4 niedriger getaktet. Sollten auf jeden Fall ordentlich schnell sein in der Theorie. Wireless Charging und beim Zubehör gibt es auch nochmal eine Besonderheit. Ja, das Ding können wir dann hier so aufziehen. Dann machen wir einmal fix das Siegel hier kaputt. Und können das Ganze dann auch schon öffnen. Und dann sehen wir hier auch schon wunderschön präsentiert das Samsung Galaxy S8. Ich muss sagen, das Telefon sieht optisch eigentlich ziemlich, ziemlich schick aus von der Vorderseite. Von hinten bin ich nicht wirklich ein Fan von und auch wie das Ganze hier angeordnet ist. Was ich allerdings cool finde, die Kamera schließt flach im Gehäuse ab. Ja, vorne haben wir das Display, dazu kommen wir aber gleich. Wir schauen erstmal, was sich noch so in der Verpackung befindet. Und was wir Schönes da noch so drin haben. Dann haben wir hier einmal ein SIM-Tool. Dann werden hier wahrscheinlich diverse Informationen drin sein. Quick Start Guide, Kurzanleitung, Garantiekarte, Hinweis zur Internetnutzung und ganz viel Zeug noch dabei. Ja, als nächstes haben wir, muss ich sagen, relativ viel Zubehör. Wir haben hier einen USB-C auf Micro-USB-Adapter. Sehr praktisch für älteres Zubehör oder ja, irgendwelche anderen Stecker. Dann haben wir hier einen Transfer-Stick, sage ich jetzt mal, USB-Connector nennt es Samsung. Da stecken wir ins Galaxy S8 rein, können dann unser S6, S7 anschließen und unsere Daten einfach übertragen. Dann haben wir natürlich ein Netzteil mit Quick Charge oder Fast Charging, wie sich das auch nennt. Und dort oben haben wir dann ein USB-C-Kabel drin, denn das Gerät hat USB-C. Alles schön in schwarz gehalten, finde ich relativ schick. Der Stecker sieht auch ziemlich hochwertig aus. Dann haben wir nochmal Ohrstöpsel für die Kopfhörer. Und dann haben wir hier auch die Kopfhörer. Sehen relativ interessant aus, muss ich sagen. Sind hier unten so mit Nylon ummantelt, dass sie wahrscheinlich nicht verknoten sollen. Und die sind anscheinend in Kooperation mit AKG. In-Ear-Kopfhörer sehen jetzt nicht so wirklich schick aus. Muss man ausprobieren, wie sie sich so im Alltag schlagen. Wir haben hier auch ein Mikrofon, Play-Pause, lauter, leiser und so weiter. Das ist schon mal ziemlich cool. Vor allem, dass wir immer noch einen Klinkenstecker haben. Ja, weiter ist dann, würde ich mal sagen, nichts im Lieferumfang. Das ist leer. Ja, hier mit das Gerät, das ist dann nochmal in Folie eingepackt, zumindest hinten. Die nehme ich einmal ab. Dann haben wir auf der Vorderseite auch nochmal eine Folie. Die lasse ich aber vorerst mal drauf. Da können wir dann hier das schöne, schon mit Fingerabdrücken übersäte 5,8 Zoll Display anschauen. Wie gesagt, Infinity Display nennt es Samsung. Es geht bis hier unten das Display und bis hier oben und am Rand. Ziemlich coole Sache, endlich mal eine Neuerung auf dem Smartphone-Markt. An der Seite sehen wir hier, das ist alles glänzend schwarz. Es fühlt sich an wie Aluminium, bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich Aluminium ist. Auf der Unterseite den Kopfhöreranschluss, USB-C und die Lautsprecher. Leider immer noch einen einzigen Lautsprecher und der ist auch nach unten gerichtet. Also für Videos schauen, Musik hören ist das nicht so optimal. Auf der Rückseite haben wir dann den Fingerabdruckscanner. Bisschen blöde Position, wie ich finde. Dann haben wir die 12-Megapixel-Kamera und ein paar Sensoren sowie den Blitz auf der Rückseite. An der rechten Seite haben wir einen, wie ich finde, relativ dünnen und schmalen Power-Button. Finde ich nicht so ganz geil gelöst.
Dann haben wir hier auf der linken Seite natürlich die Lautsprechertasten und dann haben wir hier noch eine weitere Taste. Das war es eigentlich auch schon mit Tasten. Mehr Tasten haben wir denn nicht. Wir haben keine Home-Taste, sondern das Ganze ist hier so ähnlich wie Force Touch beim iPhone. Etwas härter drücken erkennt das Gerät natürlich auch dann. Und der Home-Button ist dann eben softwaremäßig. Auf der Oberseite haben wir dann nochmal diverse Sensoren, die Ohrhörer und natürlich die 8-Megapixel-Frontkamera. Oben kommt dann die SIM-Karte rein. Dort haben wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein Mikrofon und hier sehen wir dann auch leicht die Antennenstriche. Genauso wie unten. An sich muss ich sagen, das schwarze Gerät sieht wirklich totschick aus. Ich muss sagen, hardwaremäßig gefällt mir das wirklich sehr. Bin wirklich begeistert. Ich persönlich, wenn ich das so in der Hand habe, habe ziemlich Angst, das Gerät so einfach im Alltag zu nutzen. Schalten wir das Gerät mal an und richten es mal ein. Ja, wir wählen die Sprache Deutsch. Wählen dann unser Netzwerk aus. Stimmen den Geschäftsbedingungen zu. Ein Google-Konto hinzufügen, das überspringe ich jetzt erstmal. Das richte ich später in Ruhe ein. Ja, wir machen auch mal hier ohne Name weiter, ohne Schutz des Telefons. Samsung-Konto habe ich nicht. Überspringen wir mal. Ja, und hier haben wir den Homescreen und ich muss sagen, das Display ist wirklich sehr, sehr geil. So wie das eben hier komplett von ganz oben bis ganz unten ist, ist schon wirklich eine coole Sache. Sieht auch auf den ersten Eindruck sehr, sehr cool und stylisch aus. Aber die Frage ist, wie nützlich ist das? Im Vergleich sieht so ein iPhone dann eben ziemlich komisch aus mit diesen fetten Rändern links und rechts, oben und unten erst recht. Ja, das Display beim S8 ist größer wie beim iPhone 7 überhaupt das Gerät. Auch ziemlich interessant. Tastatur ist auch relativ cool, muss ich sagen. Also der erste Eindruck ist echt wirklich positiv. Alles relativ flott. Die Animationen sind ein bisschen langsam, muss ich sagen. Die Kamera sieht schon mal hier drin sehr, sehr gut aus. Und das Gerät fühlt sich auch relativ gut in der Hand an. Mit einer Hand lässt sich es relativ gut bedienen. Die Sache ist, wenn ich jetzt viele Videos gucke, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wenn ich jetzt hier so sitze und dann immer hier so halten muss, ohne dass ich dann was drücke. Ich habe Angst, wenn ich so ein Video gucke, dass ich dann da irgendwie das Gerät halte und dann irgendwas drücke. Ist ein bisschen wenig Platz, muss ich das Gerät immer so halten. Ist auch irgendwie doof. Oder so. Ist Gewöhnungssache. Jetzt bin ich mal gespannt, was eure Meinung zum Samsung Galaxy S8 ist. Von der Hardware her ist es ja ein relativ schickes Smartphone, muss ich schon sagen. Was mich immer abschreckt von Android-Geräten ist eben das Betriebssystem. Da bin ich eben mit iOS sehr, sehr begeistert seit Jahren. Von der Qualität des Gehäuses, vom Aussehen eigentlich auch immer. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das ist im Alltag, das S8 zu nutzen als iPhone-Nutzer. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist eine DeX-Station? Ich frage mich das Ganze auch. Ich weiß nur ein bisschen davon, was ich auf Twitter gelesen habe und was ich so auf YouTube gesehen habe. Aber theoretisch soll diese Station euren PC ersetzen, falls ihr das Samsung Galaxy S8 habt. Das Ding stellt ihr auf euren Schreibtisch, an den Monitor dran, Tastatur und Maus. Dann müsst ihr nur noch euer Samsung Galaxy S8 dort reinstecken und das Galaxy S8 wird zu einem vollwertigen PC. Ja, wie das Ganze so klappt und wie das Ganze überhaupt funktioniert, das möchte ich natürlich ausprobieren. Ein schickes UFO mit Netzteil sehen wir hier. Und dann haben wir hier oben einen so einen Teller, wo Samsung draufsteht mit einem Pfeil. Den können wir dann hier hochsliden und dort haben wir dann einen USB-C-Anschluss. Ja, auf der Rückseite sieht nochmal aus wie Lüftungsschlitze oder wie ein Lautsprecher. Genauso wie diese Fläche hier so. Sieht relativ interessant aus. Können wir hier so wieder runterklappen. Zack, hochklappen. Relativ klein und schlicht. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal zwei USB 2.0 Anschlüsse. Und hier haben wir dann nochmal einen Netzwerkanschluss, einen HDMI-Anschluss und den USB-C-Anschluss zum Laden. Ja, gedacht ist das Ganze so. Wir machen das hier auf. Nehmen unser Telefon, schließen das dort an. Das Telefon wird geladen und auf dem Bildschirm, auf dem großen Monitor, wird dann eben ja ein Samsung-Betriebssystem angezeigt. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da angezeigt wird. Es sieht aus wie ein PC, ihr habt einen Browser, ihr habt verschiedene Apps, die ihr nutzen könnt, ihr könnt SMS schreiben. Relativ cool gelöst. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert von der Hardware.
von der Software nicht so wirklich, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schickes Smartphone. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was eure Meinung zum Samsung Galaxy S8 ist. Habt ihr vielleicht sogar schon eins oder wollt ihr euch eins zulegen oder bleibt ihr lieber beim iPhone oder wartet ihr auf das neue iPhone? Ab in die Kommentare damit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!